Was? Pandora hat eine so einflussreiche Figur getötet? Was ist los mit ihm? Wir wissen sicher, dass Terry hier nicht sehr beliebt war. Aber niemand dachte, dass Pandora selbst aktiv werden würde. Was meinst du? Hatte er irgendwelche Feinde? Ich habe nicht genügend Informationen darüber, fragt bei Gelegenheit herum. Sicher ist, dass sein Vater danach wahnsinnig geworden ist. Ich würde nicht mit dem hier lebenden Schuften tauschen wollen, nachdem wir den Fall gelöst haben. Meinst du, dass es eine Chance gibt, dass wir mit ihm reden können? Er könnte uns mehr darüber erzählen, was passiert ist. Wahrscheinlich. Aber lasst mich euch sagen, es wird keine angenehme Unterhaltung sein. Wie immer. Die Dynamik des Mordes. Kommen wir zum Punkt. Was hast du über die Dynamik des Mordes herausgefunden? Das Opfer flog durch ein Fenster aus dem 5. Stock des Hauptgebäudes und fiel in den Teich in der Mitte des Platzes. Aber wir haben bereits festgestellt, dass dies nicht die Todesursache war. Was dann? Wo er aus dem Fenster geworfen wurde, wurden ihm die Kehle durchgeschnitten, während seine Augen und sein Mund mit heißem Wachs gefüllt worden waren. Alter. Das ist noch nicht alles. Das Opfer hatte Engelsflügel auf dem Rücken, eine der Requisiten aus dem Theater der Insel. Ach, wie hieß denn der eine Typ, der dachte, der kann fliegen? Ikarus, ne? Ist das griechische Mythologie? Engelsflügel, Requisiten, was machen die denn hier? Soweit ich gehört habe, organisieren sie manchmal Theaterstücke als Freizeitbeschäftigung für die Gäste und der Proberaum ist genau dort im 5. Stock. Er wurde also von dort heruntergeworfen. Ganz genau. Flügel, Wachs und ein Sturz aus großer Höhe. Es gibt keinen Zweifel. Pandora hat seine kranke Version des Mythos von Ikarus nachgestellt. Der Mythos von Ikarus. Ikarus war der Sohn des Meistererfinders Daedalus. Nachdem er ein majestätisches Labyrinth gebaut hatte, in dem er einen brutalen Minotaurus einsperrte, wurde Daedalus von Minos, dem König von Kreta, verurteilt und zusammen mit seinem Sohn in seiner eigenen Schöpfung gefangen gehalten, sodass niemand jemals das Geheimnis der mythologischen Bestie entdecken konnte. Bei einem Fluchtversuch sammelte Daedalus einige Federn und klebte sie mit Wachs an den Körper seines Sohnes, damit er fliegen konnte. Es funktionierte gut, aber Ikarus war aufgewühlt und flog zu nah an die Sonne. Das Wachs schmolz und plötzlich. Das Wachs schmolz plötzlich und er stürzte in den Tod. Wie hat er es geschafft, ihn zu töten, ohne dass es jemand bemerkt hat? Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht können wir mehr herausfinden, indem wir den Tatort oder den Proberaum untersuchen. Kannst du uns reinbringen, Leon? Ich brauche etwas Zeit, ich werde mein Bestes tun. Nun, zumindest haben wir jetzt eine Spur, der wir nachgehen können. Sehr gut, wir können damit beginnen, uns umzuschauen. In Ordnung, ich bin hier, falls ihr etwas braucht. Versucht nicht leichtsinnig zu sein, okay? Sicher, danke. Komm schon, Mordred. So. Wie lange sind wir jetzt dabei? 4 Stunden 19, fast nur gelesen. Es hat niemand so wirklich, naja. Ach komm, da husten wir mal wieder, Daddle Junkie. Zwischen Rennen fahren, gucken jetzt noch. Dann sehen wir uns morgen, ich schätze mal 13 Uhr. Wieder bei dem, ja, jetzt bleib mal erstmal ruhig, Dattel. Bei dem Spiel und mal gucken, wie lange das noch geht. Und dann müsste ich schon mir Gedanken machen, was wir als nächstes zocken. Disco Elysium würde ich mir für nächste Woche lassen, weil da haben wir ja, glaube ich, 5 Tage am Stück, wo wir zocken können. Das ist meines Wissens nach auch ziemlich groß. Ich würde mal schauen, dass wir irgendwie ein Strategiespiel noch ein bisschen mit reinschieben.
Weil ich denke mal, wir werden das Spiel morgen durchkriegen, hoffe ich. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dann spielen wir es am Sonntag fertig. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wer Bock hat bei Battle Chunky, ich werde ihn jetzt hosten und falls ihr Bock habt, könnt ihr ja so dort mal schöne Grüße da lassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder 13 Uhr. Habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei Battle Chunky oder bei was auch immer. Bis dann.